Guten Tag, Herr Rahm. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich steige gleich mal in meine fünf Fragen ein. Sind Sie für eine Reichensteuer? Ja oder nein? Ja, ich bin für eine Reichensteuer. Ob man unbedingt diesen Begriff wählen muss, das weiß ich nicht. Der Bestmögliche ist es sicherlich nicht. Solange ich aber dauerhaften Bewohnern dieses Landes einen Teil ihres Geldes über eine Steuer nehmen kann, ohne dass diese wirklich einen ernsthaften Nachteil davon erleiden. Und solange in derselben Zeit hier in dem Land, in dem wir leben und wohnen, in dem es, wenn es da Menschen gibt, denen es mangelt an Essen, an Nahrung, an einer Heizung im Winter, auch an Bildung und Infrastruktur, solange bin ich für eine Reichensteuer. Und mit Neid hat das gerade mal gar nichts zu tun. Ich persönlich habe de facto schon wesentlich mehr Geld verschenkt, als man anhand meines Aussehens möglicherweise vermuten würde. Die nächste Frage: Sollten religiöse Symbole in öffentlichen Gebäuden, Behörden und Schulen verboten werden? Ja, sie sollten verboten werden. Oder andersrum, alle Symbole sollten gleichermaßen erlaubt werden, ganz egal von welcher anerkannten Religion. Das wäre die andere Alternative. Warum? Ganz einfach, das steht so im Grundgesetz. In unserem Staat herrscht eine Trennung von Kirche und Staat. Und das ist ein Fakt, der halt nur noch nicht umgesetzt worden ist. Also, entweder schreiben wir das Grundgesetz um und dann werden wir vielleicht ein christlicher Gottesstaat, auch das ja möglicherweise eine Alternative, oder wir schreiben es um und erlauben alle, wirklich alle Symbole in den Schulen, oder aber alle verbieten. Danke. Wie stehe ich zum Tempolimit auf deutschen Autobahnen? Ich bin dafür, für das Tempolimit, wenn dadurch Menschenleben gerettet werden können, und das ist nun mal so, dann muss ich dafür sein. Raserei und Hektik sind ohnehin keine positiven Eigenschaften, die man fördern muss. Daher, Tempolimit, ja bitte. Sorry. Sollen homosexuelle Ehepaare die gleichen Rechte bekommen wie heterosexuelle Ehepaare? Das kommt darauf an. Wenn sie die gleichen Pflichten haben, natürlich. Ich denke, wir leben in einem Rechtsstaat, ein Staat, in dem es gerecht zugeht. Oder habe ich da irgendwas falsch verstanden? Traurig, dass man nach sowas überhaupt noch fragen muss. Und übrigens, nein, ich bin ein ganz langweiliger Hetero. Danke. Die letzte Frage. Soll das Betreuungsgeld nur an deutsche Familien gehen? Ja, ich weiß nicht, was sagt denn der Führer dazu? Okay, sorry, das war natürlich Polemik. Aber eine Unterscheidung in solchen Fragen nach Deutsch und Undeutsch, die halte ich in der Tat für äußerst bedenklich. Da müssen andere Kriterien her. Das ist also überhaupt keine Frage. Vielen Dank.